Es gibt viele Sportkommentator, es gibt gute, schlechte, aber es gibt nur eine Herr Tanner, der einzig wahre Nachleser für Fans. Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist er wieder, euer Herr Tanner mit der Nachbetrachtung zu unserem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ja, Fazit, mühsam ernährt sich das blau-weiße Streifenhörnchen, ja, oder? Mühsam ernähren wir uns, wenigstens einen Punkt haben wir uns heute geholt. Ja, der Reihe nach, die ersten paar Minuten waren eigentlich ja so wie der ganze Rest des Spiels. Es war ja eigentlich über das ganze Spiel hinweg so eine Vernichtungsschlacht beider Mannschaften im Mittelfeld. Beide sehr kampfstark, beide haben den Kampf angenommen, eben wir auch, was sehr gut war, dass wir das getan haben. Spielerisch war das natürlich in der ersten Hälfte im Prinzip gar nichts, ne? Also das war jetzt nichts hier für Fußballästheten, die ganze Sache. Und ja, eigentlich auch aus dem Nichts heraus in der sechsten Minute unser 1:0, ne? Durch Cunha. Cunha rutscht aus und irgendwie geht der Ball rein. Ja, ob Castells den hätte haben können, müssen, sollen, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass ihm da wahrscheinlich irgendwie vielleicht die Sicht versperrt war. Aber naja, gut, so führten wir wenigstens 1:0 und leider war es aber auch wieder nicht möglich, so eine Führung dann mal über einen doch etwas noch längeren Zeitraum zu behaupten. Denn prompt in der 20. Minute kam dann schon der Ausgleich zum 1:1. Das war natürlich ein klasse Tor von Baku, aber auch hier hat sich wieder gezeigt, dass da doch die Abwehr manchmal, wie schon so oft davor, eben nicht so richtig postiert ist. Ne? Hat es natürlich wirklich toll gemacht, aber naja, insgesamt aber trotzdem war heute die Abwehr von uns ja wirklich nicht unser vorrangiges Problem. Wir haben über weite Strecken, dann nachher auch in der zweiten Halbzeit, wir sind sehr, sehr gut in die zweite Halbzeit gekommen und haben da über weite Strecken Wolfsburg komplett von unserem Tor weggehalten, hatten selber eben sehr, sehr viel mehr vom Spiel, sehr viel mehr Torchancen, eben auch teilweise sehr klare Torchancen. Und das ist eigentlich das, was uns heute ja das Genick gebrochen hat, was halt eben dann der Grund war, warum wir eben nicht den Dreier geholt haben. Ja, das war heute die schwache Chancenauswertung. Ne? Das war also diesmal nicht die Verteidigung, die uns hier irgendwie wirklich in ernsthafte Bedrohung gebracht hat, sondern es war die Chancenauswertung. Und Córdoba alleine 71., 81., dann 84., Boyata, das waren natürlich alle Chancen gewesen. Ja, eine davon musste reinmachen und dann dann hätte es sicherlich auch mit den drei Punkten geklappt, denn die Wolfsburger waren dann am Ende ja auch müde. Wir haben wirklich gekämpft. Ich muss sagen, es war eine wirklich gute Leistung. Nicht eine sehr gute und nicht eine hervorragende Leistung, aber es war eine wirklich gute, engagierte Leistung. Niemandem konnte man da nachsagen, er hätte nicht gekämpft und er hätte nicht versucht. Quen Duzi, ne? Ich weiß nicht, muss immer noch mal gucken, wie man den richtig ausspricht. Also unser neuer Lockenkopf, ja, der kam ja rein, 57. Minute und muss sagen, der hat mir auch sehr gut gefallen. Er hatte da nur einmal einen Fehlpass bei, der zwar nicht ungefährlich war, weil er also durchaus da hätte zu einem gefährlichen Konter von Wolfsburg führen können. Ansonsten hat das, was er gemacht hat, hat Hand und Fuß gehabt. Ja, also er hat eigentlich, ja, er hat heute in diesem ersten Spiel, beziehungsweise in dieser knappen ersten Halbzeit oder in 30 Minuten besser gesagt, hat er eigentlich alles gezeigt, was wir von ihm so gedacht haben. Ne? Also ein spielintelligenter Mann, der also mit dem Ball sehr, sehr gut umgehen kann und eben auch schnell mal eine gelbe Karte kriegt. Ne? Also es war alles dabei, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Es ist halt eben nur insgesamt natürlich schade, dass wir uns eben trotz eines guten Spieles wieder mal nicht belohnen konnten mit drei Punkten, die wir ja nun ganz dringend gebraucht hätten. Immerhin können wir es aber andersrum sagen und sagen, wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber wir haben wenigstens dann nicht verloren, sondern wir haben etwas Zählbares mitgenommen, nämlich diesen einen Punkt. Und ja, so ist es bei kleinen
blau-weißen Streifenhörnchen. Ja? Aber trotzdem, wenn ich das gesehen habe, jetzt, wie wir uns heute also auch wieder präsentiert haben, und auch das Potenzial, was ich bei unserem neuen hier Grand Dossier gesehen habe, in Lockenkopf, da ist schon einiges hinter. Matheus Cunha, nicht jetzt wegen seines Tores allein nur, sondern wenn ich heute auch wieder gesehen habe, also er war ja in diesem Spiel, wie gesagt, was mehr so eine Vernichtungsschlacht war, was jetzt fußballerisch von beiden Seiten nicht besonders schön anzusehen war, war aber Cunha eigentlich immer noch diese Ausnahme, der immer wieder mal irgendeine tolle Idee hatte, auch handlungsschnell war und einfach mal irgendwas Unerwartetes gemacht hat. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen, wenn ich dann das jetzt alles so sehe, auch im Zusammenspiel jetzt mit den Neuen, wenn da die Integration immer weitergeht, dann sind wir auf einem Weg. Ja, es war heute ein Schritt in die richtige Richtung, dem noch mehrere, viele Schritte noch werden folgen müssen. Aber trotzdem, was ich da heute gesehen habe, fand ich schon gut. Ja, und ich glaube, es kommt irgendwann, jetzt machen wieder eine Länderspielpause, und davor haben wir aber noch ein Auswärtsspiel in Augsburg. Und da, Freunde der Sonne, ja, da hoffe ich dann wirklich auf unsere 3 Punkte, dass wir da dann soweit sind, endlich. Ja, und dann können wir uns dann auch wieder ein bisschen absetzen von diesen Regionen in der Tabelle, wo niemand so gerne sein möchte. Ja, also, ich bin gespannt, wie ihr es seht. Ich muss sagen, schade, dass es nicht zum Dreier gereicht hat, aber ich bin heute trotzdem zufrieden. Und gerade nachdem ich so die Wolfsburger in den letzten Spielen gesehen habe, die haben ja nur viel unentschieden zwar gespielt, aber die haben schon immer gute Spiele abgeliefert. Also den Kampf, den die heute auch gezeigt haben, also da hättest du mit einer schlechteren, mit einer nur vielleicht minimal ja schlechteren Einstellung, hättest du heute auch mal ganz problemlos gegen diese Wolfsburger verlieren können. Deswegen Punkt geholt, ja, und weitermachen. Ja, meine lieben Freunde, in dem Sinne, einen schönen Sonntagabend noch und eine gute, angenehme nächste Woche. Nicht vergessen, hau he. Ja.